Hast du hier draußen gut geschlafen, Brian? Nein, mir war so kalt und ihr habt keine Ahnung, wie viele schreckliche Dinge hier draußen in der Dunkelheit lauern. Mein Neffe Scrappy Brian hat die Nacht nicht mal überlebt. Hey, Onkel Brian, gucken wir mal, was da raschelt. Ich weiß nicht, Scrappy Brian, wir sollten lieber vorsichtig sein. Ach, ich hab keine Angst. Der soll nur kommen. Der soll nur kommen. Verdammt, ich hab meiner Schwester gesagt, dieses Wochenende passt's nicht. Ich glaube, wir nähern uns unserem Ziel. Meg, was machst du da? Ich halte meine Hand in den Wind. Manchmal tue ich gern so, als ob ich fliege. Außerdem kitzelt es. Das ist blöd. Der Wind will meine Hand zurückschieben, aber ich lass ihn nicht. Ich bin stärker als Luft. Oh mein Gott, du hast deine Hand verloren. Kein Problem, ich kann sie regenerieren. Mein Name ist Retap und ich bin böse. Du hast meinen Knochen vom Ribeye verschluckt und konntest ihn nicht rauskacken. Und dann hast du so fest gedrückt, dass die Kacke durch das Loch vom Knochen rauskam. Wir müssen darüber gehen und mit Donna reden. Gut, aber zuerst musst du dich beruhigen, Lois. Du musst deinen Ärger kanalisieren. Ich zum Beispiel werfe immer was in eine Menschenmenge und lasse es wie ein Unfall aussehen. Oh! Hab vergessen, es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Hey Leute, ich glaube, das mit der Tomatensuppe funktioniert, oder nicht? Nein, du stinkst wie meine 1,80 große Freundin aus dem Süden. Christopher, wie schaut's aus? Der mal jetzt ein bisschen schnackseln. Scheiße, ja! Sie schwimmt mit zwei Zügen durch den ganzen Pool. Was soll ich denn sonst tun? Ich sag's dir. Bis der Gestank weg ist, bleibst du schön brav draußen. Draußen? Lois, ich bin ein Innenhund! Ich bin ein Innenhund! Tut mir leid, Brian, aber du stinkst! Wenn ich ehrlich bin, rieche ich lieber gut, als laufen zu können. Du riechst nicht gut, Joe. Tut mir leid, ich hab gedacht, ich bin allein. Meg. Meg. Komm raus. Komm schon, das wird witzig. Ist das nicht toll, Meg? Hab vergessen, dir einen Vogelstrauß zu besorgen. So, Meg, wir werden uns jetzt gemeinsam was piercen lassen. Ich nehme mein Ohr. Was machst du? Ich glaube, meine Ohren wären okay. Komm schon, Meg, du bist meine Tochter. Für dich gibt's nur das Beste. Du kriegst das Vollprogramm. Hier, ich will alles, was sie haben. Nur das Beste für meine Tochter, Meg. Ach, ist das süß. Du siehst aus wie eins von diesen hübschen, gestörten skandinavischen Mädels, die ich von den Pornoseiten kenne. Gefällt's dir? Mhm. Super. Jetzt kaufen wir deiner Mom nebenan einen lustigen Kühlschrankmagneten. Ich hab auch ein Piercing. So ein Scheißdreck! Was? Ich schlage nie und ich habe meine Kinder sehr gut unter Kontrolle. Ach ja? Dein Baby ist gerade auf dem Dach. Stewie, du kommst sofort da runter. Leck mich, Bitch. Sofort, Stewie, oder du gehst ins Bett. Wie viele graue Schamhaare hast du dir heute schon rausgerissen? Ich hab gedacht, du warst gern in der Spielzeugfabrik. Gar nicht, ich wollte früher immer noch Fußdoktor werden. Dr. Griffin, dank Ihnen ist mein Zeh wieder gesund und ich kann ohne Schmerzen laufen. Das ist kein Witz. Ich hatte mal ernsthafte Ambitionen. Gott, er hat recht. Ich bin eine Schande für meine Spezies. Wie dieser Kaugummi-Automaten-Cop. Oh mein Gott. O'Connor versagt echt komplett. Er kann nichts dafür. Er war ein toller Kaugummiautomat. Sie hätten ihn nicht befördern sollen. Brian, ich brauche den Fernseher. Warum trägt Rupert einen Zylinder? Weil wir heute unsere Gaumen am edelsten Festmahl der Fernsehsaison ergötzen. Das Staffelfinale von Die Cadwalladers von Essex. Die was? Die Cadwalladers von Essex. Völlig neues Konzept. Eine britische Serie über eine wohlhabende Familie, die mit dem Zeitgeist hadert. Die wurde doch abgesetzt. Nein, das waren die Cadugans von Aubrey Muse. Ist das die, wo sogar die Kinder Koteletten tragen? Nein, das sind die Whittakers von Edgerton Crescent. Die hören sich ja alle gleich an. Wer spielt da mit? Penelope Westworth Harrington. Wer ist das? Penelope Westworth Harrington? Ach komm schon! Aus den Roysters von Pumbridge an der Themse? Ihr Onkel hat im Kronrat der Queen gedient. Sie wurde in Game of Thrones auf einem Heuhaufen geknallt. Oh, ja, ja. Die ist heiß. Ach, du bist ein Idiot. Wie ein Typ, der seine rechte Hand mit seiner linken Hand betrügt. Ich würde gerne bleiben, aber ich bin noch mal ins Büro bestellt worden. Was willst du von mir? Es tut mir leid, alles klar? Jetzt hör auf zu nerven. Ich verschwinde. Gott, ich habe ewig gebraucht, um da raus zu... Oh mein Gott! Nein! Was hast du getan? Warte, halt! Nein, bitte! Ich flehe dich an!
Hast du langsam genug? Ja. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Alles, was er tut, macht einen fertig. Selbst ein ganz einfacher Besuch bei der Bank. Vermutlich hast du dich ab und zu gefragt, woher ich das ganze Geld für meinen Schabernack hab. Das werde ich dir jetzt zeigen. Das ist ein Überfall! Alle auf den Boden, verdammte Scheiße! Wenn der Arsch sich bewegt, schieß ihm ins Auge! Dad, so etwas will ich nicht tun! Musst du aber! Nächste Woche kaufen wir ein Zebra! Dad! Keine Diskussion, der stille Alarm wurde ausgelöst. In 2,5 Minuten stehen die Bullen auf der Matte. Sieh nach, ob da Farbbomben drin sind. Wer ist der Geschäftsführer hier? Ich. Was machst du da? Du sagtest, wenn er sich bewegt, erschießen! Er kennt als einziger die Kombination vom Safe. Am Arsch, am Arsch! Die ganze Operation ist am Arsch! Ich hol den Wagen, bring die anderen alle um.